Okay, wir sind zurück, auch wieder mit Verspätung. Diesmal wollte die Kamera einen neuen Akku. Danke für eure Geduld. Wir haben unseren letzten Kandidaten hier sitzen neben mir. Das ist der Stefan. Stefan, noch mal ganz kurz für dich. Du bekommst jetzt 10 Minuten Zeit für die Vorstellung. Danach werde ich dir 5 Fragen stellen, die du auch schon kennst. Ich lese sie noch mal vor. Danach, für jede Frage, also nicht danach, für jede Frage hast du 2 Minuten Zeit, die zu beantworten. 20 Sekunden vor Ablauf der Zeit wird dir ein Signal gegeben, ein erhobener Arm, dass die in 20 Sekunden die Zeit rum ist. Danach gibt es in 10 Sekunden Abständen eine Tischglocke und nach 30 Sekunden über der Zeit wird die Übertragung abgebrochen. Und danach haben wir noch 5 andere Fragen für dich. Gut, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dich vorzustellen. Bitte schön. Ja, hallo, ich bin Stefan Schurig und ich bin Pirat seit Mai 2009. Ich bin 28, bin gebürtig in Bernburg und studiere momentan an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Geografie auf Diplom mit Soziologie und Ethnologie. Ich habe mich bereit erklärt, sozusagen für die Liste zu kandidieren, weil ja aus verschiedenen Gründen. Ich denke, dass die meisten Gründe eigentlich auch in meiner Bewerbung drinstehen. Ich will eigentlich auch gar nicht diese 10 Minuten wirklich ausnutzen. Musst du nicht. Ich bin 2009 zu den Piraten gekommen, weil sie gewisse Themen angefasst haben, die andere Parteien meiner Meinung nach komplett vernachlässigt haben oder vielleicht auch noch nie auf dem Schirm hatten. Das sind zum einen die Netzpolitik, das sind die Themen Überwachung und Transparenz. Seit 2009, komischerweise, ist mir aufgefallen, dass das Wort Transparenz mittlerweile inflationär auch benutzt wird, während ich das Gefühl hatte, dass in der Politik vor 2009 das Wort Transparenz irgendwie nie besetzt wurde. Ich fand auch sehr gut an den Piraten, dass sie diesen Aspekten der Mitbestimmung und der Basisdemokratie und auch mittlerweile der Liquid Democracy einführen und dass sie auch versuchen, sie möglichst an das, ja ich sag mal, das 21. Jahrhundert anzupassen. Ich sehe sehr viel Potenzial bei den Piraten seit 2009, deswegen bin ich auch bis heute Mitglied geblieben und muss aber auch sagen, dass unsere offenen Strukturen und unsere naja, Form der Politik auch zeigt, dass wir große Probleme haben, dass wir uns auf der einen Seite nicht strukturieren wollen, aber strukturieren müssen, dass wir das System verändern wollen, aber nur, wenn wir uns in den Rahmenbedingungen des Systems auch wiederfinden. Und das sind ziemlich große Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Und ja. Ich denke, die Piratenpartei hat sehr viel Potenzial und ich denke auch nicht, dass wir, selbst wenn die Bundestagswahl für uns nicht so positiv wird, dass wir ja im Sande versiegen werden. Ich glaube, wir haben Akzente gesetzt und wir haben auch sogenannte Tools, also Werkzeuge implementiert, die wir auf die nächsten Jahre nutzen können, um eigentlich wirklich zu zeigen, dass wir gewisse Dinge besser können oder auch besser machen wollen. Es geht ja nicht unbedingt nur ums Können, sondern auch manchmal um das Wollen. Und ja. Ich denke, dass wir diesen Wahlkampf auch ganz gut meistern werden. Ich hoffe, dass wir in Sachsen-Anhalt alle noch mal ein bisschen zusammenrücken werden, dass wir alle unsere Befindlichkeiten auch noch mal ein bisschen zurückstellen, dass wir lieber mal ein bisschen mehr miteinander reden, anstatt Leuten SMS zu schreiben oder ähnliches. Und das sind so Probleme wie die Online-Kommunikation untereinander, ja, oder auch die Kommunikation zwischen Menschen, die eigentlich vorher, oder wie soll ich sagen, die Piraten sind eine Organisation, die sehr viele Menschen vereinbart aus nahezu jeder gesellschaftlichen Schicht. Und es ist eigentlich auch völlig utopisch zu glauben, dass dieser Satz am gleichen Strang ziehen, dass es eigentlich auch ohne Probleme abläuft.
Ich meine, das sehen wir tagtäglich. Ja, wir brauchen, also vielleicht klappt es bei dem einen noch am Stammtisch, aber fährt man zum nächsten Stammtisch, dann gibt es vielleicht schon den ersten Facepalm. Und ja, ich glaube, das müssen wir echt, da müssen wir echt noch dran arbeiten. Aber ich sehe trotzdem, dass wir noch die Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Und ja, ich kann nur sagen, dass ich eigentlich alles dafür tun werde, das auch zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz, das wird jetzt, glaube ich, das Letzte sein, was ich sagen werde, ich möchte oder ich werde in der nächsten Zeit parallel zum Wahlkampf werde ich auch die Zeit nutzen, um mein Studium zu beenden. Das heißt, es wird eine Doppelbelastung sein für mich. Zusätzlich habe ich auch noch natürlich Familie und eine Beziehung. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es irgendwie so das Verhältnis, keine Ahnung, 40-40-20, ja, immer 10% mehr. ja, und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie ich das im Detail natürlich umsetzen kann und werde, aber ich glaube, diese Belastung hat wahrscheinlich jeder, der entweder einen Job hat oder Familie hat oder andere Dinge. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass ich hier nicht mich hinsetze und sage, okay, mein Studium mal gucken, sondern es ist für mich, muss ich so klar sagen, es ist eigentlich das, das ist das Vorrangige. Weil wenn ich mich aufstellen lasse und ich gehe in den Bundestag ohne eine Ausbildung oder ohne meinen Abschluss, dann mache ich mich damit kaputt. Beziehungsweise, selbst wenn ich im Bundestag säße, was ist danach? Das weiß ich nicht. Das ist ein ganz problematisches Ding. Und es würde mich abhängig davon machen, dass, wenn ich keine Ausbildung habe, aber im Bundestag säße, dass ich natürlich alles irgendwie nutzen würde, um da drin zu bleiben. Das ist wahrscheinlich bei vielen erstmal so ein, naja, und unbewusster Reflex. Und das möchte ich auf jeden Fall nicht. Weil wer weiß, was in 4 Jahren ist. Wir wissen ja schon nicht, was im September ist. Und von daher kann ich nur sagen, ich werde nach allen Möglichkeiten mein Studium möglichst schnell beenden, werde aber auch versuchen, so gut wie möglich diesen Wahlkampf zu gestalten und ja, präsent zu sein, egal auf welchem Platz ich dann lande. Danke. Okay, gut. Dankeschön für die Vorstellung. So, dann kommen wir zu den 5 festen Fragen. Die Fragen kennst du ja bereits, ja? Ich lese sie trotzdem noch einmal vor. Und dann hast du 2 Minuten Zeit. Na, wenn du den Arm siehst, hast du noch 20 Sekunden bis zu den 2 Minuten. Stefan, welche Eigenschaften unterscheiden dich von den anderen Bewerbern, die dich qualifizieren, einen oberen Listenplatz zu bekommen? Ja, diese Frage finde ich eigentlich ziemlich schwierig, weil sie impliziert so, dass ich irgendwie sagen kann, was mich besser macht. Und ich sehe das eigentlich nicht als so, ja, ich bin jetzt in dem Punkt besser. Ich denke, ich habe Stärken und ich habe Schwächen, wie ich sie in meiner Bewerbung im Wiki auch schon versucht habe zu erläutern. Ich bin aber nicht der Meinung, dass ich mich jetzt hier irgendwie, dass ich jetzt anfange, andere Kandidaten zu bewerten. Und die Qualifikation im Endeffekt müssen ja diejenigen mir zuschreiben, die mich wählen wollen oder auch nicht wählen wollen. Genau. Okay. Ja. Gut. Also ja, ich höre dir auch zu, ich lausche dir auch. Also nur ich werde dir nicht irgendwie zustimmen oder ne, werde dich also, ne, damit ich, okay, damit diese Neutralität gewahrt ist, ne, dass du das nicht falsch verstehst. Die 2. Frage. Hast du dich schon darauf vorbereitet, als Kandidat der Piraten Sachsen-Anhalt anzutreten? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Also ja, dadurch, dass ich eine Bewerbung geschrieben habe, relativ umfangreich, habe ich mich auch mit dem Gedanken, natürlich mich aufzustellen, mich sehr stark beschäftigt. Und das ist auch schon, also es hat mich eigentlich sehr lange beschäftigt und sehr intensiv beschäftigt. Also verschiedenste Fragen sind da immer wieder aufgekommen. Ja, wie sieht diese Vorbereitung aus?
Also ich bin momentan dabei, nachzuarbeiten, dass ich ein stärkeres Überblickswissen, beziehungsweise dass es mir stärker möglich wird, zum Beispiel auf unser Grundsatzprogramm zurückzugreifen, dass ich mir das halt öfter anschaue, dass ich mir versuche, die Kernpunkte rauszunehmen. Ich versuche mich in die laufenden Diskussionen im Feedback sehr stark zu beteiligen. Also da bin ich relativ stark aktiv auf der Bundesebene und versuche auch immer zu verfolgen oder teilweise auch zu gewisse Ideen in dieses Programm reinzubringen oder an die Basis zu bringen, um zum Beispiel auch andere Ideen einfließen zu lassen. Also manchmal habe ich halt eine Idee, die ich irgendwo aufschnappe und dann denke ich mir so, das klingt erstmal ganz gut. Ich mache mir mal Gedanken zu und würde jetzt gerne mal die Meinung von anderen wissen. So funktioniert ja im Endeffekt Liquid Feedback. Und das ist für mich auch eine Form von Vorbereitung, dass ich mich zum einen innerparteilich versuche zu bilden mit oder beziehungsweise dort einzuwirken, was unsere momentanen Prozesse sind. Und ansonsten bin ich halt relativ stark daran interessiert, auch über zum Beispiel Twitter die tagespolitischen Geschehnisse zumindest immer grob zu überblicken, auch wenn das natürlich bei einer Plattform wie Twitter auch ganz schwierig ist zu selektieren. Du hast, ja, ist okay? Gut, dankeschön. Okay, dann die dritte Frage an dich, Stefan. Nicht jeder hat nur Freunde und daher würde mich interessieren, wie du dafür sorgen willst, dass dich auch die Leute unterstützen, denen du in der Vergangenheit auf die Füße getreten hast, beziehungsweise die du vielleicht auch einmal persönlich angegriffen hast. Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriger Prozess. So, es kommt natürlich immer darauf an, welche Person ist das und welche Beziehung hat man zu dieser Person und welche Erfahrungen hat man auch mit einer gewissen Person gemacht. Wie gesagt, es ist zwar wichtig, an einem Strang zu ziehen, aber wir haben auch, also ich glaube, wir alle haben irgendwo in der Vergangenheit auch gemerkt, dass man nicht wirklich mit jedem Menschen alles machen kann. Ja, und ich weiß auch nicht, ob man jedem Menschen alles machen muss. Es ist ganz wichtig, Menschen einzubeziehen in Prozesse der Mitbestimmung und der politischen oder sozialen Teilhabe. Aber ich denke, dass das auch so ein Geben und Nehmen ist. Also, so wie auch verschiedene Kommunikationstheorien sagen, es gibt nicht irgendwie nur die eine Seite des Senders und die eine des Empfängers, sind es halt beide Seiten. Ja? Und es ist halt also ganz wichtig, und das sehe ich immer wieder in letzter Zeit auch, dass die Kommunikation ganz wichtig ist zueinander. Das heißt, reden, reden, reden. Und meistens helfen davon keine E-Mails oder kurze Twitter-Diskussionen, sondern meistens, und das habe ich bei eigentlich fast allen Leuten gesehen, mit denen ich auch mal irgendwo angeeckt bin, wenn man sich im Real Life trifft, ja, wenn man mit ihnen also face to face sprechen kann, wenn man auf sie eingehen kann, dann sind diese, ja, dann laufen diese Gespräche auch ganz anders ab. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für mich eigentlich dieses, wie willst du mit den Menschen klarkommen? Also ich kann halt nur sagen, ich kann versuchen, mit den Leuten zu reden und ihnen vielleicht auch meine Sicht einfach nur zu erklären. Ob sie die dann annehmen, ist natürlich dann auch zum Teil so ihre Entscheidung. Okay, ja. Dankeschön. Vierte Frage, Stefan. Du möchtest ja als Sprachrohr der Piratenpartei Basis in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du eigentlich dein Verhältnis zu der Basis ein? Ja, die Basis seid ja teilweise ihr, sind aber auch ganz viele andere Menschen in Deutschland innerhalb der Piratenpartei. Es hat auch natürlich auch wieder was von Abgrenzung. Also die Basis, damit meinen wir jetzt irgendwie unsere Basis und schließen damit irgendwie schon wieder aus, dass es ja auch Menschen außerhalb unserer Grenzen gibt, die trotzdem mit uns gleicher Meinung sind oder die auch vielleicht einbezogen werden wollen. Das Verhältnis zu der Basis ist, ja, ich kann nur sagen, das ist im Endeffekt wieder dieses Beziehung zu einzelnen Personen, zu jeder einzelnen Person. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine gute Beziehung zu der Basis. Das sind halt irgendwie Worthülsen.
Ich kann nur sagen, dass ich mich versuche, möglichst über die Werkzeuge wie Twitter und Liquid Feedback und Mailinglisten und E-Mails und Arbeitsgruppen etc. zu vernetzen. Und versuche auch relativ breit immer mir Meinungen einzuholen oder Sichtweisen einzuholen, was ich mir hoffe, auch bewahren zu können im Bundestag, auch wenn das sicherlich nicht so einfache Aufgabe ist. Aber ich bin davon überzeugt, ich sehe, dass zum Beispiel Liquid Feedback funktionieren kann und funktioniert. Und ich glaube, dass das halt dass es eigentlich das wirkliche Sprachrohr sein sollte, zum Beispiel in unserer Partei, und dass das nicht unbedingt einzelne Personen sind, so wie es, auch wenn wir das immer gerne ablehnen, effektiv ist es so, dass wir in der Presse natürlich auch immer mit Köpfen wahrgenommen werden. Und ich halte das für kritisch. Und ich denke halt auch, dass es Alternativen dazu gibt. Okay, danke schön für deine Antwort. So, dann kommen wir zu der letzten, der festen Fragen. Wir haben ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn es zwischen der Basismeinung und deiner persönlichen Meinung Abweichungen gibt und du vor einer Abstimmung stehen würdest? Das ist, glaube ich, sehr spezifisch. Muss man das unterscheiden, ob ich jetzt in einem Thema zum Beispiel stark drinstecke oder ob ich jetzt davon weniger Ahnung habe. Es gibt, also mein Grundsatz ist, die Basismeinung ist erstmal das oberste Ziel. Weil ich als Einzelner nie so viel weiß wie ein Schwarm von Menschen oder Erfahrungen gemacht habe. Es gibt aber Gründe, wo man als Abgeordneter auch sein freies Gewissen sicherlich in Anspruch nehmen muss. Wir haben in unserer Gesellschaft ganz viele strukturelle Diskriminierung, beziehungsweise nennt man auch so im Fachjargon gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie Alltagssexismen, Alltagsrassismen, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung etc. Wo man auch sehen kann, dass dieses strukturell bedeutet, dass sie in der Mitte der Bevölkerung verankert sind. Wenn sich also die Piraten, was wahrscheinlich nie passieren würde, aber wenn sie sich sagen würden, okay, wir wollen das Asylprogramm relativ strikt aufbauen und wollen eigentlich mehr Diskriminierung schaffen. Oder wenn die Basis, warum auch immer, sagen würde, wir wollen Überwachungsinstrumente einschalten, die eigentlich gegen gewisse Grundsätze sind, dann muss man natürlich auch erstmal abwägen. Wichtig ist die Kommunikation nach außen, das Erklären, warum es vielleicht eine abweichende Meinung gibt. Und vor allem, also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn ich merke, dass ich eine andere Meinung habe als das Basismeinungsbild, dann muss ich erstmal die Diskussion suchen und muss fragen, warum ist das so? Aber ich bin der Meinung, dass es auch, es kann Gründe geben, warum auch ein Abgeordneter mal gegen vielleicht eine Basismeinung nicht verstößt. Also warum er eine andere Sichtweise hat. Aber ich glaube, das sind wirklich absolute Ausnahmen und das sollte nur dann stattfinden, wenn es wirklich um ganz grundlegende menschenrechtliche Dinge geht. Okay, dankeschön, Stefan. Ja, das waren die fünf festen Fragen. Die anderen beiden habe ich gefragt, stimmt nicht. Ich habe nur den Roman gefragt, ob er was trinken möchte, bevor es an die Fragen geht. Gerne. Wo hast du dein Getränk? Hast du eins? Ich habe keins, nein. Achso, dann kriege ich auch nicht. Okay. Ich kann dir leider keins. Nee, dann ist egal. Dann kann ich so weiter. Ich habe gedacht, du hast schon eins. Nee. Dann lieber Stream, liebes Publikum, dann ist ganz kurz 2 Minuten, dass der Stefan alle Chancen hat, wie die anderen auch. Dann kann ich ja schon mal fragen, gibt es Fragen aus dem Publikum? Da haben wir dann gleich eine. Wie sieht es mit Fragen aus dem Stream aus? Ist da was angekommen? Da haben wir eine. Gut, dann würde ich die zuerst gleich fragen wollen. Dann warten wir noch ein bisschen. 2 Minuten habe ich für die Beantwortung, richtig? Du hast auch für diese Frage 2 Minuten jeweils Beantwortung Zeit. Ja. Okay. Ja, Handzeichen ist dann... Ja? Eine Frage? Kleinen Moment bitte, der Stefan soll ja erstmal einen Schluck trinken. Und dann der Stream und dann ihr zwei. Sonst kann mal jemand die Streamfrage vorlesen eventuell? Okay. Ja?
10 Minuten erzählt hat, dann wollte man mal schlucken. Genau. Ich? Ja, Chris, das will ich teilen, klar. Ich okay. So, wir haben eine Frage aus dem Stream. Kannst du die mal bitte mal vorlesen? Okay. Vielen Dank. Ich verlese. Wie stehst du zu einem Lobbyregister? Wenn du dafür bist, wie muss das aufgebaut sein? Ganz kurz, sind eigentlich streng genommen zwei Fragen, da die aber so eng zusammenhängen, würde ich sie jetzt als eine Frage laufen lassen. Ist das für dich okay? Okay. Ja, gut. Lobbyregister klingt erstmal relativ plausibel, klingt gut. Kann man als Pirat erstmal dafür sein. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass der vorletzte Landesparteitag sich bei dieser Frage nicht ganz einig war. Ich hatte einen Antrag versucht, nochmal zu spezifizieren, bezüglich eines Lobby-Korruptionsregisters, inwieweit es zum Beispiel eine Positiv- oder eine Negativliste wäre, um das schon mal überhaupt zu erklären. Ja? Also eine Positivliste wäre, dass man zum Beispiel diejenigen Firmen aufnimmt, bei denen zum Beispiel ja, gewisse Ausschreibungen gut verlaufen sind. Eine Negativliste wäre, dass man halt öffentlich macht, bei welchen Firmen es nicht funktioniert hat. Negativlisten haben das Problem, dass man irgendwie brandmarkt. Während bei Positivlisten das Argument oftmals kam, dass man, naja, dann bevorzugt nur noch diese Firmen nimmt und dass Neueinsteiger in der Firma zum Beispiel keine wirklichen Chancen haben. Ich denke, das ist prinzipiell erstmal es ist ein interessantes Argument. Ich denke auch, dass wir auf kurz oder lang ein Lobbyregister brauchen. Das ist natürlich die Frage, es ist jetzt ja nicht gesagt, wo, in welchem Kontext, ob das jetzt zwischen Verwaltungen von Gemeinden und Firmen ist oder von Politikern etc. Von daher, also im politischen Bereich, glaube ich, ist es, also gerade für Politiker ist es ganz wichtig, also auch die Offenlegung von, ja, mit wem, von wem werde ich finanziert, in welchen Aufsichtsräten sitze ich oder welche Firmen bezahlen mir mein Abendessen, ja, keine Ahnung. Ich muss aber sagen, ich kann da jetzt nicht so speziell sagen, ich habe da jetzt ein Konzept oder ich weiß nicht genau, ob wir im Grundsatzprogramm dazu Stellung genommen haben. Von daher kann ich dazu jetzt nicht viel mehr sagen, inhaltlich. Gut, Dankeschön. Haben wir noch eine Frage? Soweit ich sehe, nein. Keine Fragen. Wir hatten zwei, glaube ich. Wer war der Erste? Drei, ne? Ja, ich glaube, ich habe mir deinen Namen nicht gemerkt. Entschuldigung. Du warst der Erste, dann der Anzähl, der Zweite und der Dritte. Dann, bitteschön. Ja, natürlich. Ich habe jetzt auch einen dritten Hänger, die gleiche Frage zu stellen, weil es für mich eine sehr wichtige Sache ist. Als Bundestagskandidat bzw. auch später im Bundestag würde es natürlich vorkommen, dass Leute zu dir kommen und ihre Anliegen dir vortragen, sodass du entweder etwas in eine Diskussion einwirfst bzw. entsprechend entscheiden würdest. Wie würdest du mit Anliegen umgehen, wenn die erstmal nicht herangetragen werden, die dir in Anführungszeichen nicht in den Kram passen? Also wo du halt von deinem ersten Eindruck her sagst, das ist nicht das Richtige. Wie gehst du mit solchen Anliegen um, die an dich herangetragen? Kannst du das Wort Anliegen spezifizieren, irgendwie als Anfrage oder in einem Diskussionsbeitrag? Stell dir vor, du sitzt ganz gemütlich in deinem Kreistagsbüro oder in deinem Büro bei dir und dann kommen halt Leute zu dir und sagen, Mensch, ich habe das und das Problem. Von mir aus Hoteliers, die zu viel Mehrwertsteuer zahlen. Oder Leute, die sich überwacht fühlen. Je nachdem, wie du es siehst. Ja, verstehst du jetzt mein Problem? Und wie gehst du mit diesen Anfragen, wenn die erstmal nicht angefragt werden? Oh. Hast du die Frage verstanden? Ich denke, ich hoffe. Okay. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal herauszufinden, was möchte diese Person eigentlich, wenn sie zu mir kommt. So, das heißt, es ist das Wichtigste wäre erstmal herauszufinden, möchte sie, dass man politisch etwas verändert? Möchte sie konkrete Hilfe in einem ganz speziellen Fall, zum Beispiel, was weiß ich, Abschiebung einer Familie, was ja in Sachsen-Anhalt auch des Öfteren vorkommt? Möchte diese Person einfach nur mal wissen, was momentan der aktuelle Stand im Bundestag, also Diskussionsstand im Bundestag ist oder was ich im Ausschuss mache, etc. pp. Ich glaube, das ist. Entschuldige,
habe schon sehr angefragt, ein Anliegen wird an dich herangetragen, was, wo dir persönlich erstmal feststeht, das ist, geht gegen deine Agenda, gegen deine Philosophie, wie auch immer. Es geht nicht um Einzelfälle, wo du jetzt sagst, ich weiß noch nicht, worum es geht, sondern es wird dir was angetragen, wo du weißt. Ja, Entschuldigung, ich unterbreche dich ungern. Die Zeit läuft trotzdem. Ja, und die Frage ist gestellt, er hat sie verstanden und ich möchte euch bitten, das dann in dem Rahmen wirklich so wie die anderen auch zu beantworten. Beziehungsweise kann der Fragesteller dann ja oft mit der Antwort dann dementsprechend umgehen, egal ob wie sie beantwortet wurde. Ich hoffe jetzt. Ist Zeit vorbei? Nein, ist noch nicht vorbei. ich kann ein bisschen überfordert. Ich bin gerade auch ein bisschen aus der Frage jetzt. Also nicht raus, sondern kann jetzt gerade. Ich kann noch mal ganz kurz wiederholen. Also er meinte, wie du mit Anliegen der Leute umgehen würdest, die etwas an dich herantragen, als Bundestagsabgeordneter, ja. Gehe ich, ne? Wenn du sagst, das ist mir eigentlich, das will ich eigentlich gar nicht, okay. Was der von mir möchte. Genau. Haben wir noch, dann würde ich mich zum Beispiel, also erstmal könnte ich mich auf Grundsätze berufen und könnte ihnen versuchen zu erklären, warum wir Piraten es so und so sehen. Und natürlich kann ich mir dann aber trotzdem also erstmal anhören, was diese Person überhaupt dagegen hat. Ob sie vielleicht auch also sagt, okay, diese Gründe kann ich verstehen, oder ob sie sagt, nee, das stimmt gar nicht, weil die Kommunikation wieder ist ganz wichtig, um das Gespräch suchen, und ich glaube, da findet man dann auch raus, um was spezifisch es dann geht. Okay, bist du fertig? Ja. Ich muss mich entschuldigen, ich habe mich beim letzten Schluck aber so richtig verschluckt. Ja. Okay, das war die zweite Frage. Dann haben wir, ich frage nochmal, ob online was eingegangen ist. Nein. Ist nichts eingegangen? Bitteschön. Wir haben ja in unserem Land mittlerweile eine Wahlbeteiligung von knapp 50% im Schnitt. Das heißt, wir haben 50% wahlberechtigte Bürger, die sich der Demokratie in der jetzigen Form verweigern, indem sie nicht zur Wahl gehen. Und ich möchte von dir gerne wissen, wie hättest du ein Konzept oder eine Idee, wie man diese 50% wieder für Demokratie und Mitmachen begeistert? Und sie wieder zur Wahlurne bringt oder zur aktiven Mitgestaltung unseres Landes? Ja, die häufigsten Aussagen, die ich so in meinem Umfeld immer wieder gehört habe, bei Leuten, die vielleicht nicht gewählt haben und nicht wählen wollen, ist, man kann ja eh nichts ändern. Oder es ist eigentlich gleich, welche Partei man wählt. Das ist ganz schwierig, weil es sind ganz individuelle Gründe, warum jemand nicht wählen will, oder wählen kann oder wählen soll, etc. Ich glaube, ganz auf den Punkt gebracht, muss man sagen, wenn wir geile Politik machen, dann wird das auch besser werden. Zur geiler Politik zähle ich halt Grundsätze von uns, dass der Wählerwillen auch wieder das Gewicht bekommt, was er eigentlich mal haben sollte. Dass nicht Lobbygruppen da bestimmen, was im Bundestag zum Beispiel abgestimmt wird. Dass Mitbestimmung nicht nur heißt, mal in jeder Ebene mal sein Kreuz gemacht zu haben, alle ein, zwei Jahre, sondern dass aktiv in politische Entscheidungsprozesse auch eingegriffen werden kann. Das geschieht in manchen Bereichen auf kommunaler Ebene vielleicht, aber auf meistens Landesebene spätestens versagt sowas. Also wenn wir, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Menschen an einem Volksentscheid in Sachsen-Anhalt teilnehmen müssen, ich glaube 200.000. Auf jeden Fall war es eine riesengroße Zahl von Menschen, die man selbst mit den Zeiten des Internets kaum zusammenbringen kann. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, was diese strukturellen Gründe auch sind. Also inwieweit wir als Piraten zum Beispiel unsere neuen Möglichkeiten einsetzen können, Menschen wieder einzubeziehen. Und das sind für mich diese Liquid Democracy Tools. Und das ist, dass wir auch Menschen wieder Hoffnung geben, dass sich was verändert. Aber ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, zu zeigen, dass man uns zu Recht eine Chance gibt. Und ich sag's mal so, wenn wir es verkacken, dann werden wir in Zukunft auch keine weiteren Möglichkeiten haben, so schnell wieder was zu verändern. Gut, dankeschön. Eine Frage aus dem Publikum haben wir noch. Mhm.
Bitte schön. Meine Frage an dich, Stefan. Wie möchtest du deine wirklich spannenden und interessanten Gedanken den Menschen einfach nachgehen? Einfach. Einfach ist Sprache. Sprache ist einfach. Einfache Sprache, leichte Sprache ist ein Mittel, meiner Meinung nach, um einen möglichst breiten Kreis von Menschen einzubeziehen. Wir können unsere Themen nicht alle, nicht in jedem Detail, aber man kann viele Themen runterbrechen auf gewisse Grundsätze. Und das Konzept der leichten Sprache, wie es zum Beispiel gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten auch genutzt wird, finde ich, ist einmal schon ein Mittel, um wirklich die ganze Gesellschaft einzubeziehen. Also dass Akademiker unser Wahlprogramm oder unser Grundsatzprogramm lesen können, daran zweifle ich nicht. Aber ob es wirklich Menschen aller Altersklassen, aller sprachlichen, also aller, oder jeder Herkunft, also es gibt ja auch viele Menschen, die noch also nicht so perfekt Deutsch oder Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, oder auch Kinder, Jugendliche etc. Ich glaube, das ist ein Mittel, was wir nutzen müssen, nutzen sollten, und woran ich auch versuche, möglichst viel zu erwirken, dass wir selber unsere Wahlprogramme zum Beispiel in leichter Sprache zur Verfügung stellen. Es ist natürlich, da muss ich zugeben, auch wieder, man muss immer bei sich selbst anfangen. Und wenn ich hier mit Begriffen wie Kommunikation und Tools und Ähnlichem um mich werfe, dann ist das oftmals zum einen diese Sprache, die ich in meiner wissenschaftlichen Ausbildung mitbekommen habe, die trifft dann auf dieses, du musst eigentlich so sprechen, dass sich jeder versteht, möglichst wirklich jeder. Und diesen Spagat zu machen, ich glaube, da muss ich mich auch noch ganz stark selber kontrollieren, beziehungsweise von anderen kontrolliert werden, die mir das Feedback geben, wo ich da noch massive Defizite habe. Okay. Ja. Gut, haben wir das? Ist nichts aus dem Netz, okay. Hat noch jemand von euch eine Frage? Bitte schön, mache ich meinen Fünferblock voll und dann ist das die letzte Frage. Stefan, du hast vorhin gesagt, dass du in der familiären Bindung stehst, dass du den Eindruck, dass deine Familie deine westlichen Ambitionen, politischen Ambitionen voll und ganz unterstützt. Ich denke schon. Also ist die Frage, wer ist jetzt bei meiner Familie? Ich zähle meine Freundin zu meiner Familie. Sie ist ein bisschen reservierter, weil sie kriegt von mir natürlich auch, also sie ist sozusagen auch manchmal so ein bisschen das Ventil. Ja, wenn ich dann zu Hause sitze und mir manche Sachen, so, ob nun aus Presse oder aus Mailinglisten, wenn ich mir den lese und dann zu Hause erstmal einen halben Koller kriege, dann ist es ja auch diesen Bedarf zu reden. Und sie kriegt dann natürlich auch sehr viel mit, was bei uns eben nicht läuft oder schief läuft. Ich denke, meine Eltern, die stehen sehr wohl hinter mir. Und ich denke auch, also das haben sie mir eigentlich auch mehrfach so zugetragen, dass sie mich mit allen Mitteln unterstützen werden. Genau. Bei meiner Freundin werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja, ich glaube, es wäre für sie besser, wenn ich in der Stadt, wo sie auch jetzt ihr Studium hat, wenn ich dort Direktkandidat wäre oder ähnliches, dann könnte sie mich nämlich direkt auch wählen. Jetzt beklagt sie sich, dass sie mich ja nicht wählen könnte. Genau. Also ich denke schon, dass sie auch dabei ist und dass sie das mitträgt, auch wenn ich glaube, dass für sie das schon auch in der Beziehung eine ziemliche Belastung ist. Das muss man schon so sagen, also weil es auch sehr viel Zeit verschlingt und es immer wieder auch zu diesen Entscheidungen kommt, Piraten oder jetzt Freundin. Ja? Und ich glaube, das sieht niemand gerne, dass man irgendwie durch eine Organisation irgendwie so, nicht ausgetauscht, aber dass man irgendwie wählt zwischen Mensch und Organisation. Ich glaube, das ist für jemanden auch nicht gerade das Angenehmste. Ja. Sie beantwortet die Frage? Okay. Ja, Stefan, ich sage dir vielen Dank für deine Antworten. Wir haben 5 Fragen aus dem zweiten Block, die wir jetzt auch rum haben. Ich kann diese Glasglocke zumachen, die brauchten wir nicht. Ich könnte jetzt also noch 3 nächste nehmen, haben wir noch welche? Wir sind, glaube ich, mit unseren 3 Kandidaten durch.
Ich will nur ganz kurz abschließend was sagen, falls ich darf. Ist das okay? Also wir haben hier drei verschiedene Leute gehabt, den Roman, den Ralf und den Stefan. Ich möchte euch bitten, liebes Publikum und euch, lieber Stream, es geht, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, um die vorderen Listenplätze auf der Landesliste oder allgemein, ist auch in Ordnung, selbst wenn es allgemein ist, informiert euch bitte nochmal, schaut den Kandidaten auf die Füße, löchert sie, durchbohrt sie mit euren Fragen, weil das sind die Leute, die wahrscheinlich für die Landesliste der Piratenpartei Sachsen-Anhalt in den Bundestagswahlkampf gehen, und nutzt das, gebt es weiter, tragt es an eure Freunde, Bekannte weiter, und wenn ihr sie dann finden werdet im Bundestag, dann lasst sie nicht vergessen, dass auch ihr Anliegen habt, und ja, ich werde sehr, oder nehme sehr angenehme Eindrücke mit, will mich bedanken für die Einladung nochmal, hat mir Spaß gemacht, war auch sehr nett, neben euch sitzen zu dürfen. Hat manchmal gejuckt, direkt reinzufragen. Habe ich mir bei allen drei verkniffen. Die Fragen, ich will das auch nochmal sagen, die sind nicht von mir. Ne? Also ich habe auch gemerkt, dass die bei dem einen oder anderen, dass die Fragen nicht so ganz einfach waren für den einen oder anderen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber sie waren wiederum für alle gleich. Und dadurch hat es eine Gerechtigkeit gegeben, die hoffentlich auch so nachempfunden worden ist. Ich verabschiede dann, falls es so gewünscht ist, ich schaue mal zu den Gastgebern, ja, verabschiede mich vom Stream, sage danke für euer Interesse, bleibt dabei, informiert euch und bis bald und viel Glück bei eurer Aufstellungsversammlung im März.